Platz 8, Gerhard Wisniewski. Verheimlicht, vertuscht, vergessen 2021. Paranoia ist der Modus der Wahrnehmung dieses Jahresrückblicks eines Verschwörungstheoretikers. Zitat: Die Corona-Krise wurde der Klimakrise vorgezogen, um dieselben Dinge effektiver und schneller durchzuziehen. Panik, Kontrolle, Gehorsam, Willfährigkeit, Opferbereitschaft. Wahrscheinlich, weil der Klimakrise eine wichtige Komponente fehlte. Todesangst. Ich schäme mich, einen solchen hirnzersetzenden Mist in die Kamera halten zu müssen. Eine Schande. Platz 7, Maya Göpel, unsere Welt neu denken. Widerspruch gegenüber kommende Weisheiten zu sehen. Alternativen zu unserem nicht nachhaltigen auf Gier, Ressourcenverbrauch und ja, auch auf die Ausbeutung der Dummheit fußenden kapitalistischen Wirtschaftssystem zu entwickeln. Das nimmt sich die Ökonomin Maya Göpel in ihrem leicht zugänglichen Essay vor. Eine Ermutigungsschrift.